بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meine sehr geehrten Geschwister, ich freue mich, dass wir heute inshallah endlich unsere Zielreihe fortführen. Und ich habe mich gestern mal hingesetzt und mal ganz genau geschaut, wie viele Vorträge wir noch haben, bis wir diese Reihe abschließen. Und ich habe das jetzt auf 10 Vorträge, alhamdulillah, beschränkt, sodass wir inshallah jetzt das durchziehen werden und hoffentlich in 2,5 bis 3 Monaten dann auch mit der Reihe fertig sind. Es wird danach nochmal vielleicht 1 oder 2 Vorträge geben zum sozialen Leben unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam und seine Ehefrauen. Das sind dann nochmal extra Vorträge. Aber die Ereignisse inshallah bis zum Tode unseres geliebten Propheten sallallahu alaihi wa sallam werden wir mit unserem heutigen Vortrag und dann noch 9 weiteren Vorträgen dann hoffentlich abgeschlossen haben, sodass wir diese gesegnete Reihe dann endlich auch abschließen werden. Wir hatten ja, bevor ich in den Urlaub gereist bin, nochmal eine intensivere Wiederholung der Sira gemacht gehabt. Das wollen wir jetzt nicht wiederholen. Ich hoffe, dass sich noch einige daran erinnern. Es ist auch schon wieder länger her. Aber wir sind angelangt bis zu der Grabenschlacht und bis zu dem Ereignis mit dem Banu Qurayza oder der Schlacht gegen die Banu Qurayza. Wir befinden uns jetzt im Jahre 6 nach der Hijra. Im Jahre 6 nach der Hijra. Und zum Ende des Jahres hin hat unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam eine gewaltige Ru'ya gehabt, gesehen, ein Traumgesicht im Schlaf gesehen. Was sah unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sah, wie er mit seinen Sahaba nach Mekka pilgerte zu Umrah. Dort um die Kaaba lief, sein Schlachttier, sein Hedi bei sich hatte, sich die Haare abrasierte mit seinen Sahaba. Also wie er die Umrah vollzog. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er war so glücklich darüber, weil sie ja schon 6 Jahre jetzt außerhalb von Mekka gewesen sind. Ich meine, 6 Jahre ist keine kurze Zeit. Jeder, der schon mal längere Zeit im Ausland gewesen ist, der weiß, wie schwierig es ist, gerade wenn du auch im Exil bist. Das heißt, du weißt nicht, ob du zurück kannst oder nicht zurück kannst. Wenn du freiwillig im Ausland bist, dann hast du die Möglichkeit, zurückzukehren. Aber wenn du im Exil bist, dann weißt du nicht, wann und wie, ob du überhaupt deine Heimat noch einmal sehen wirst. Und 6 Jahre ist keine kurze Zeit, zumal du zur damaligen Zeit auch kein Internet hattest, wo du einfach mal über dein Handy jemanden anrufen konntest und Videoübertragung, all das gab es nicht. Also mit anderen Worten, man war völlig isoliert von seiner Heimat gewesen. 6 Jahre lang. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sieht nun diesen Traum und er ist außer sich vor Freude. Und er berichtet den Sahaba von diesem Traum, dass sie zur Kaaba gehen werden, dass sie die Umrah vollziehen werden, dass sie um die Kaaba herumgehen werden. Und die Sahaba freuen sich mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Gerade die Mekkaner unter ihnen, welche fliehen mussten aufgrund ihrer Religion, haben sich übermäßig gefreut. Am ersten Tag des Monats Dhul-Qi'dah hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sich jetzt mit über 1400 Sahabe auf den Weg gemacht, um die Umrah zu vollziehen. Sie hatten ihr Hedi bei sich, das heißt ihre Schlachttiere, ihre Opfertiere waren bei sich gewesen. Und sie machten sich auf den Weg. In Dhul-Hulayfa sind sie in den Ihram eingetreten. Das ist der Ort, den man nicht überschreiten darf als Pilger, ohne in den Ihram eingetreten zu sein. Und sie machten sich auf den Weg. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er vergaß aber bei all seiner Freude, nicht trotz alledem Leute auszusenden,
welche überprüfen, ob nicht die Quraysh in irgendeiner Weise davon mitbekommen und eventuell versuchen, die Muslime in einen Hinterhalt zu locken. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er schickte einen Mann mit dem Namen Bishr ibn Sufyan aus, damit er dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam jetzt die Nachrichten der Quraysh überbringen kann. Und als Bishr zurückkehrte, hatte er keine guten Nachrichten gehabt. Sondern er sagte zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, Inna Quraishan jama'at laka jum'a. وَقَدْ جَمَعُوا لَكَ الْأَحَابِيشِ Die Quraysh, sie haben sich zusammengetan und sie haben auch ihre Verbündeten von den Ahabish, die Ahabish sind bestimmte Stämme, welche sich mit den Quraysh verbündet hatten, sie haben sie ebenfalls versammelt, um euch anzugreifen. وَهُمْ قَاتِلُوكَ وَصَدُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ وَمَانِعُوكَ Und sie werden versuchen, dich abzuhalten von dem Hause Allahs. Und dich diesbezüglich bekämpfen. Und darin sehen wir, wie wichtig es ist, dass wir lernen, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam vorgelebt hat. Nämlich, obwohl er der Gesandte Allahs ist, obwohl er eine Ru'ya hatte und die Ru'ya von den Anbiya, die Ru'ya von den Anbiya, die Traumgesichter der Anbiya sind eine Form der Offenbarung. Obwohl es eine Offenbarung gewesen ist, vergaß der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht, sicher zu gehen, auszuspähen, ob es nicht doch eine Gefahr gibt. Das heißt mit anderen Worten, egal wie stark du in deinem Glauben bist als Muslim, du musst trotz alledem das nutzen, was dir Allah subhanahu wa ta'ala an Mitteln zur Verfügung gestellt hat. Du kannst nicht sagen, ich vertraue auf Allah und das wird schon irgendwie. Diese Insha'Allah-Mentalität, die gibt es eigentlich im Islam nicht. Und wenn wir uns das mal bei den anderen Propheten anschauen, grundsätzlich im Koran anschauen, dann sehen wir immer wieder, dass Allah Ta'ala von den Propheten genau das verlangt hat, was er auch von den anderen Menschen verlangt hat. Sich nämlich an die Mittel, an die Gesetzmäßigkeiten dieses Universums zu halten, wie jeder andere Mensch. Nur in Ausnahmesituationen hat Allah Subhanahu wa Ta'ala Wunder bewirken lassen, wo er seinen Propheten und seinen frommen Dienern durch ein Wunder, durch eine Mu'jiza zur Hilfe kam, um somit auch ihre Prophetie und ihre Wahrhaftigkeit zu bestätigen. Aber grundsätzlich mussten Propheten sich genau an die Dinge halten, wie alle anderen Menschen auch. Wie viele Propheten gab es, die getötet wurden? Es gab sehr viele Propheten, die umgebracht wurden von ihrem Völker. Gerade die Propheten der Kinder Israels. Viele von ihnen wurden umgebracht. Nur weil sie Propheten waren, heißt es nicht, dass sie deswegen nicht hätten getötet werden können. Auch unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, er hatte die Befürchtung gehabt, er könnte in einen Hinterhalt gelockt werden oder er könnte umgebracht werden. Und er hatte Hurras um sich herum gehabt, Wächter um sich herum gehabt. Gestern die Geschichte von Sa'd ibn Abi Waqqas in der Taiba-Moschee erzählt gehabt. Und diese schöne Geschichte, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, würde es doch einen der Sahabe geben, einen meiner frommen Sahabe geben, die mich in dieser Nacht bewachen könnten. Und subhanallah, plötzlich hörten sie ein Rascheln, ja, und die Laute und Geräusche von einem Schwert. Und wer stand vor ihnen? Sa'd ibn Abi Waqqas, der gesagt hat, o Gesandter Allahs, ich habe mir Sorgen gemacht um dich und ich habe mir gedacht, ich komme einfach, um dich mal zu bewachen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat daraufhin Dua gemacht für Sa'd ibn Abi Waqqas. Obwohl er der Gesandte Allahs war, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Leute gehabt, die ihn bewacht hatten. Erst als Allah ihm sagte, Wallahu ya'asimuka minan nas, Allah wird dich vor den Menschen schützen, hat er gesagt, ich brauche euch nicht mehr. Das ist eine der Karamat, die Allah subhanahu wa ta'ala unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gegeben hat. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er fragt jetzt die Sahaba, Ashiru alayya ayyuhan nas, gib mir einen Ratschlag, was sollen wir jetzt tun? Er hat sich nicht geschämt, die Meinung der anderen zu hören. Es gibt manche Leute, wenn sie eine bestimmte Position erreichen, glauben sie, alles, was sie sagen würden, wäre richtig. Keiner kann mir einen Ratschlag geben. Das, was ich denke, muss immer richtig sein. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, er hat
immer wieder um Rat gebeten. Er hat immer wieder gefragt, ob es nicht jemanden gibt, der es vielleicht besser weiß als er selbst, sallallahu alaihi wa sallam. Und aus diesem Grund haben die Sahaba radhiyallahu anhum auch keine Angst gehabt, den Propheten sallallahu alaihi wa sallam mal zu fragen, ob das, was er tut, seine eigene Meinung sei oder ob es sich um eine Offenbarung handele. Weil sie wussten, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er wird nicht hochnäsig antworten und sagen, wer bist du, dass du meine Meinung in Frage stellst. Sondern sie wussten ganz genau, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist so bescheiden, dass er die andere Meinung auch akzeptieren wird. Es gibt ein sehr, sehr schönes und deutliches Ereignis, aus dem das hervorgeht. Hatten wir auch erwähnt gehabt in einer der Schlachten, wo ein Sahabi zum Propheten kam und ihn fragte, sagt man, Gesandter Allahs, das ist eine Offenbarung oder das ist deine eigene Meinung? Aha. Wer war das gewesen, der zu ihm kam? Al-Hubab, wer es gewesen war? Al-Hubab ibn Munzir, ein Sahabi, er kommt zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam und er fragt, O Gesandter Allahs, ist das hier ein Ort, den Allah für dich festgelegt hat? Oder ist das einfach nur deine eigene Meinung und Kriegslist? Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, das ist meine Meinung und es ist Kriegslist. Und dann meinte er, das ist nicht der richtige Ort, wir sollten uns lieber an einen anderen Ort niederlassen, aufgrund des Wassers, damit wir trinken können und sie nicht trinken können. Subhanallah. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch offen sind gegenüber einer Nasiha, gegenüber einem Ratschlag. Was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam über den guten Ratschlag? Wer kennt diesbezüglich einen Hadith? Es gibt einen gewaltigen Hadith, in dem unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam über die Wichtigkeit des guten Ratschlages spricht. Des aufrichtigen Ratschlages. Jemand anderes als Harun. Wer kennt diesen Hadith? Den hatten wir auch schon besprochen gehabt, ja? Ja, Ad-Din und Nasiha. Die Nasiha, dieser aufrichtige, reine Ratschlag, ist die Religion. Subhanallah. Unsere Religion besteht daraus, dass wir uns gegenseitig stützen, dass wir uns gegenseitig aufklären, dass wir uns gegenseitig ermahnen. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Und die sich gegenseitig immer wieder zur Wahrheit eindringlich ermahnen und auch zur Geduld eindringlich ermahnen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er fragt jetzt, was sollen wir tun? Woraufhin Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam jetzt etwas sagte, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sofort annahm. Was auch die Natur und das Wesen unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam noch einmal verdeutlicht. Nämlich Abu Bakr sagte, Ja Rasulallah, O Gesandter Allahs, خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل احد ولا حرب احد. Du bist hinausgezogen, um zu diesem Haus zu pilgern. Weder wolltest du jemanden töten, noch wolltest du gegen jemanden kämpfen. فتوجل. Begib dich einfach dorthin. فمن صدنا عنه قاتلنا. Nur wenn uns jemand versuchen sollte, davon abzuhalten, dann werden wir ihn bekämpfen aus Notwehr heraus. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam aufgrund seiner friedlichen Natur, seines friedfertigen Wesens, hat natürlich sofort diese Meinung akzeptiert und angenommen. Und er sagte zu den Sahabe, umdu ala ismillah. Geht weiter mit dem Namen Allah subhanahu wa ta'ala. Und sie machten sich jetzt weiter auf den Weg. Jetzt aber haben die Muslime gehört, und mitbekommen, dass Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu arda, mit ungefähr 200 Reitern sich auf den Weg gemacht hat, um die Muslime anzugreifen. Unter anderem auch während des Gebetes, während sie gerade mit dem Gebet beschäftigt sind, dann aus dem Hinterhalt anzugreifen. Die Muslime waren in der Überzahl. Sie hatten aber nicht wirklich Kriegsmaterial bei sich. Sie hatten nur vielleicht ein Dolch oder ihr Schwert, das, was man sozusagen bei sich tragen kann. Aber nicht wirklich, sie waren nicht vorbereitet gewesen auf den Krieg, nur für die äußerste Notwehr. Und als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das hörte, fragte er, wer von den Sahabe ihnen einen Weg aufzeigen könne, der nicht auf dem Hauptweg ist, sodass sie so nach Mekka gelangen können und so mit Khalid ibn Walid umgehen können. Und einer der Sahabe von den Banu Aslam, er sagte zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, ich kenne einen Weg. Und sie machten sich dann auf den Weg und es war ein sehr, sehr beschwerlicher Weg gewesen.
Und unterwegs sind sie sehr, sehr durstig geworden, die Sahaba radhiyallahu anhu. Und sie sagten, oh Gesandter Allahs, wir haben kein Wasser. Ich meine, das ist alles Wüste. Derjenige, der den Weg von Mekka nach Medina kennt, der weiß, es ist ein sehr, sehr steiniger Weg. Und sie mussten einen Umweg machen, durch die Berge. Ein steiniger Weg. Die Berge von Mekka sind ja, sage ich mal, auch schon teilweise höhere Berge. Also es ist nicht einfach, dort zu laufen, wenn man nicht auf diesen Hauptwegen ist. Und daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, wartet. Und subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, er hat aus seinen Fingern Wasser quellen lassen, sodass alle 1400 Sahabis ihren Durst löschen konnten. Eines der Wunder, welches der Prophet sallallahu alaihi wa sallam während Al-Hudaybiyyah bewirkt hat. Sie haben es mit eigenen Augen gesehen, wie Wasser aus der Hand des Propheten sallallahu alaihi wa sallam kam. Und deswegen sagen auch die Gelehrten, dass edelste Wasser, was es überhaupt gibt, ist welches Wasser? Nicht Samsam? Nein. Sondern das Wasser, was aus den Fingern und aus der Hand des Propheten sallallahu alaihi wa sallam sprudelte. Das ist das edelste Wasser überhaupt. Ja? Es gibt kein Wasser, was edler ist, ja, als dieses Wasser, subhanallah, in der Dunya. Ja? In der Akhirah, in Nahr al-Kawthar und so weiter und so fort. Und auf jeden Fall gab es dann doch einen Versuch, um die Muslime aus einem Hinterhalt anzugreifen. Es war eine kleinere Gruppe gewesen, aber subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Muslime bewahrt. Sodass es dann zu keinem Kampf kam und diese kleine Gruppe von Männern, die versucht hat, die Muslime anzugreifen, dann gefangen genommen wurde. Und viele von denjenigen, die gefangen genommen wurden, sie wurden dann später auch Muslime. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er berichtet auch im Koran genau darüber, dass es einige gab, welche versucht haben, die Muslime anzugreifen, aber Allah subhanahu wa ta'ala sie dann davon abgehalten hat. Und zwar in Surat Al-Fath. Wo ist jetzt der Vers? Das habe ich gerade den Vers nicht vor mir. In Surat Al-Fath spricht Allah subhanahu wa ta'ala genau über dieses Ereignis und zeigt auf, dass er den Muslimen in diesem Fall den Kampf erspart hat. Und zwar in Vers Nummer 24: Huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah min ba'd an afarakum alayhim. Er ist es, der ihre Hände von euch abgehalten hat und eure Hände von ihnen abgehalten hat im Tal von Mekka, also in der Nähe von Al-Hudaybiyyah, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala euch über sie Überhand gegeben hat oder die Oberhand gegeben hat. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er ja, ist kundig oder er sieht das, was ihr tut. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat die Muslime bewahrt. Und das zeigt noch einmal, dass Allah ta'ala immer an der Seite der Gläubigen steht. Und das merkt der Gläubige auch gerade in schwierigen Situationen. Der Gläubige, der sein gesamtes Vertrauen in Allah subhanahu wa ta'ala setzt. Und gleichzeitig lernen wir etwas anderes daraus. Nämlich, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Kampf eigentlich verabscheut. Der Kampf ist nicht das, worum es geht. Das Blutvergießen ist nicht das, worum es geht. Sondern Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt immer wieder auf, dass ein Waffenstillstand oder Frieden oder das Nicht-Zustande-Kommen von Kampf und von Blutvergießen eine Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Eine Gnade, für die der Gläubige dankbar sein sollte. Krieg ist eine Option, aber es ist immer die letzte Option. Es ist die Option, auf die man als allerletztes zurückgreifen sollte. Und es ist nicht die erste Option, wie wir gerade auch bei dem Abkommen von Al-Hudaybiyyah noch sehen werden, insha'Allah ta'ala. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er kommt jetzt in Al-Hudaybiyyah an. Wo liegt denn Al-Hudaybiyyah? Weiß jemand? Wo ist Al-Hudaybiyyah? Ja, es ist in der Nähe von Mekka und es ist westlich von Mekka. Und es ist noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es ist die Grenze zum Haram. Es ist genau die Grenze zum Haram. Genau die Grenze zum Haram. Dort befindet sich heute auch ja, eine Art Stein, auf dem steht, hier sozusagen ist
der Beginn vom Haram. Das heißt, der Ort, wo es verboten ist, Tiere zu jagen, etc. Wenn man die Umrah vollziehen möchte, kann man die Umrah auch vollziehen unter anderem von Al-Hudaybiyah. Das heißt, wenn du schon in Mekka bist und du möchtest nochmal eine Umrah vollziehen, dann hast du mehrere Möglichkeiten. Du kannst zu At-Tan'im gehen, das ist am nächsten. Du kannst aber auch zu Arafah gehen. Arafah ist der Ort, wo die Pilger immer stehen, ist auch außerhalb des Harams. Oder du kannst dann zu Al-Hudaybiyah gehen. Dort, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit seinen 1400 Sahabis gestanden hat. Kurz vor Al-Hudaybiyah geschah etwas Merkwürdiges. Und zwar plötzlich, wie aus heiterem Himmel, wollte das Kamel unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam nicht weiterreiten. Und es setzte sich. Die Sahabe sagten, also so haben sie damals gesagt zu den Kamelen, damit es weitergeht. Aber es wollte einfach nicht das Kamel. Und dann haben die Sahabe gesagt, Khala'ati al-Qaswa. Al-Qaswa ist der Name dieser Kamelstute gewesen. Also sie will nicht weiter, ja? Sie weigert sich. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, nein, sie weigert sich nicht, es geht nicht darum, das ist nicht der Grund. Ma khala'ati al-Qaswa. Das ist eigentlich auch nicht ein Teil ihres Wesens. Was ist aber der Grund gewesen? Das, was sie aufgehalten hat, ist was? Ist das, was damals den Elefanten aufgehalten hat. Welchen Elefanten? Den Elefanten von Abraha, der versucht hat, die Kaaba zu zerstören. Subhanallah. Genau an dieser Stelle konnte der Elefant nicht weiter. Das könnte man sagen, aber Abraham, er wollte doch die Kaaba zerstören. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er will doch nicht die Kaaba zerstören, ganz im Gegenteil. Er will die Kaaba ehren. Warum wird also das Kamel an dieser Stelle aufgehalten? Was ist der Grund? Allah Ta'ala, er will uns etwas ganz, ganz Wichtiges dadurch zeigen. Nämlich, dass die Sunanullah, die Gesetzmäßigkeiten Allahs in seiner Schöpfung und in seinem Universum für alle Menschen gleich sind, selbst wenn es Propheten sein sollten. Das Feuer, es brennt immer, egal ob du Muslim bist oder ob du nicht Muslim bist. Du kannst ein Prophet sein, außer vielleicht bei Ibrahim alaihi salam, das ist der einzige Mensch, bei dem das Feuer nicht gebrannt hat. Aber sonst brennt es immer. Wir Menschen sind Menschen. Die physikalischen Gesetze haben auf uns alle gleichen Einfluss. Es ist völlig egal, ob du Muslim bist oder ob du nicht Muslim bist, ob du ein frommer Mensch bist oder ob du kein frommer Mensch bist. Wenn du dich anstrengst, wirst du erfolgreich sein. Strengst du dich nicht an und bist faul, wirst du nicht erfolgreich sein. So einfach ist das. Das sind die Gesetze Allahs. Und deswegen, subhanallah, genau an dieser Stelle, wo der Elefant aufgehalten wurde, der die Kaaba zerstören wollte, wurde auch die Kamelstute unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam aufgehalten, der die Kaaba ehren wollte. Genau das gegenteilige Ziel, aber Allah Ta'ala hat für diesen Punkt, für diese Stelle, was vorgesehen? Dass das Tier nicht weiter kann. Um uns das nochmal genau vor Augen zu halten. Die Gesetzmäßigkeiten gelten für alle Menschen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er wird sie nicht für dich verändern. فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبَدِيلًا. Du wirst für die Sunna Allahs keine Änderung vorfinden. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. Allah wird nicht für dich extra seine Sunnen, welche für das gesamte Universum gelten, für dich, ja, wird er nicht extra für dich verändern, weil du so tolle Augen hast, ja. Wer bist du? Wer bin ich? Wir sind nichts in diesem Universum. Für uns soll Allah etwas verändern? Er könnte, natürlich könnte. Und er hat gezeigt, dass er es kann. Aber das ist eine Ausnahmesituation. Absolute Ausnahmesituation. Sonst gelten diese Gesetzmäßigkeiten für alle Menschen. Und deswegen, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Wir dürfen nicht diesem falschen Glauben verfallen, diesen Aberglauben, ja, dass ich als Muslim vielleicht jetzt mehr erreichen kann, nur weil ich Muslim bin, obwohl ich faul bin und weniger tue als andere. Nein. Diese Gesetzmäßigkeiten gelten für alle Menschen. Egal, wie sie aussehen, an was sie glauben, woher sie kommen, sie gelten für alle Menschen. Und das musst du dir immer wieder vor Augen halten und darfst du niemals vergessen.
Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er kam jetzt in Al-Hudaybiyya an. Und sie machten dort Rast. Und als er Rast machte, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen sehr, sehr wichtigen und einen sehr bekennenden Satz, der uns zeigt, welche Einstellung der Muslim haben sollte gegenüber Heiligtümern oder wichtigen Dingen im Allgemeinen. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er dort jetzt sich niederließ und auf die Quraysh wartete, dass sie jetzt einen Boten schicken, damit sie anfangen zu verhandeln, wie es jetzt weitergeht, weil sie konnten nicht in Mekka einfach so einmarschieren, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, bei Allah, sie werden mit keiner Angelegenheit kommen, mit der sie die Symbole Allahs und die Kaaba Allahs ehren, außer dass ich dieses Angebot annehmen werde. Subhanallah. Sie werden mit keinem Angebot kommen, die Quraysh, womit sie die Symbole und die Kultstätten Allahs ehren werden, außer dass ich dieses Angebot von ihnen annehmen werde. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er zeigt uns noch einmal seine Einstellung zu solchen Dingen. Immer dann, wenn es darum geht, etwas zu ehren, was wichtig ist, ob es das Blut des Menschen ist, ob es das Vermögen des Menschen ist, ob es Heiligtümer vom Menschen sind, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns eine klare und deutliche Haltung gezeigt. Nämlich, wenn man dafür sorgen kann, dass diese Dinge bewahrt bleiben, dass kein Blut vergossen wird, dass kein Vermögen vernichtet wird, dass keine Kultstätten, auch andere Religionen, den Erdboden gleichgemacht werden, dann sollte der Muslim auf diese Option zurückgreifen. Und sollte nicht einfach billigend in Kauf nehmen, dass ohne wirklich, dass ein Grund besteht, diese Dinge zerstört werden. Und das ist eine Einstellung, die leider heutzutage auch bei vielen Muslimen nicht mehr vorhanden ist. Die leichtfertig mit solchen Dingen umgehen. Ich kann mich auch erinnern, dass ich manchmal mit Leuten diskutiert habe, damals in dieser Daesh-Zeit. Ja, es gibt ja immer noch einige Idioten unter denen, die hier noch vorhanden sind, aber die meisten, Alhamdulillah, ja, mit denen haben wir nichts mehr zu tun. Aber damals kann ich mich auch erinnern, habe ich mich dann diskutiert mit solchen Leuten und habe gesagt, ja, was ist denn mit denen, wenn da jemand so sich in die Luft sprengt, inmitten einer Menschenmasse und dann sterben unschuldige Menschen. Dann meinen sie, ja, das ist Kollateralschaden. Die sind dann halt im Paradies. So leichtfertig. Wird einfach so mit dem Blut eines Menschen umgegangen. Kollateralschaden. Und ja, ich habe sie dann ins Paradies befördert. Masha'Allah, du bist ja auch noch jetzt die direkte Bahn zum Paradies. Ja? So sind sie damit umgegangen. So gehen einige Menschen damit um. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat es klar und deutlich zum Ausdruck gebracht. Egal, was sie mir anbieten, selbst wenn ich benachteiligt sein sollte, wie wir noch sehen werden, ich werde dieses Angebot akzeptieren und annehmen, damit es nicht zum Blutvergießen kommt. Weil Al-Haram bedeutet, es ist Haram zu kämpfen. Al-Haram bedeutet, es ist Haram, Blut zu vergießen. Al-Haram bedeutet, es ist Haram zu streiten. Und dementsprechend, wenn ich die Möglichkeit habe, diese Kultstätte und diesen Haram zu ehren und zu bewahren vor den Dingen, die verboten sind, dann werde ich das auch tun. Und das sollte die Einstellung eines Muslims sein gegenüber Heiligtümern. Selbst wenn es Heiligtümer anderer Religionen sind. Das ist die Einstellung des Muslims. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat das auch wirklich wahrgemacht. Es waren nicht nur einfach Worte gewesen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, sondern unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat das wirklich auch umgesetzt. Weil jetzt kam es zu was? Jetzt kam es zu Verhandlungen zwischen den Muslimen und zwischen den Quraysh. Die Quraysh, sie haben jetzt mehrere Leute zum Propheten sallallahu alaihi wasallam geschickt. Einer nach dem anderen. Sie wollten erstmal gucken, wie der Prophet sonst reagieren wird. Sie wollten auch vielleicht erkunden, wie viele Leute wirklich bei ihm sind. Und den ersten, den die Quraysh schickten, ist ein Mann mit dem Namen Budayl ibn Warqa. Das ist ein Mann von den Khuza'a gewesen. Und die Khuza'a waren ein Stamm gewesen, der dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sehr, sehr nahe stand. Und wie gesagt,
Budayl kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sprach mit ihm und hat ihn versucht irgendwie abzubringen davon nach Mekka einzumarschieren, woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm sagte: "O Budayl, ich bin nicht gekommen, um jemanden anzugreifen, sondern ich möchte genauso wie alle anderen Menschen das Recht haben, ja, ebenfalls das Recht haben, dass ich die Umrah vollziehe. Auch noch in einem Haram-Monat. Weil was sind die Haram-Monate? Dhul-Qi'da, das war im Monat Dhul-Qi'da gewesen. Dhul-Hijjah al-Muharram. Und was ist der vierte Haram-Monat? Rajab. Die Quraysh hatten nicht das Recht gehabt, auch wenn es ihr eigener Feind ist, den Propheten sallallahu alaihi wasallam von der Kaaba abzuhalten. Woraufhin dann Budayl ibn Warqa zu den Quraysh zurückging, ihnen davon erzählte und auch ihnen gesagt hat: "Guck mal, der Mann, der will, hat nur Gutes vor." Und sie haben sich dann über ihn lustig gemacht und gesagt: "Komm, du hast keine Ahnung, du schießt dem Muhammad sallallahu alaihi wasallam und hinna." Und sie haben ihn nicht wirklich ernst genommen. Wen schickten sie jetzt? Einen älteren Mann, der schon etwas mehr Lebenserfahrung hatte, der schon bei vielen Königen gewesen ist und Herrschern, als Abgesandter der Quraysh, Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi. Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi, er kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und hat dann, wie gesagt, mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam versucht zu sprechen. Er war natürlich ein sehr, sehr schlauer Mann gewesen und hat versucht, dem Propheten auch Angst einzuflößen. Du hast keine Chance gegen die Quraysh, sollte es zum Kampf kommen. So unterschwellig hat er versucht, psychischen Krieg gegen die Muslime zu führen. Und die ganze Zeit über spielte er mit dem Bart des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das war damals üblich gewesen bei Verhandlungen, dass man einfach dem anderen immer wieder an den Bart gefasst hat. Kennen wir heutzutage nicht, aber war damals anscheinend üblich gewesen. Wer stand an der Seite des Propheten sallallahu alaihi wasallam mit einem Helm auf? Der Neffe von Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi. Er erkannte ihn aber nicht. Und zwar Al-Mughira ibn Shu'be, der kurz zuvor erst Muslim geworden ist, vorher ein sehr ausschweifiges Leben geführt hat, sogar viel Alkohol getrunken hat, auch viel Mist gebaut hat, und dann ist er Muslim geworden und war ein glühender Anhänger unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er stand da und er hat ihn nicht erkannt, der Urwa ibn Mas'ud, ja? Und jedes Mal, wenn er versucht hat, den Bart des Propheten sallallahu alaihi wasallam anzufassen, hat Al-Mughira den Griff des Schwertes genommen und auf seine Hand geschlagen. Und dann meinte er zu ihm: "Ich warne dich, fährst du noch einmal den Bart des Propheten an, dann wird deine Hand nicht mehr zurückkommen." Also mit anderen Worten, nächstes Mal dann nicht mit dem Griff, sondern mit der Schneide des Schwertes. Und dann fragte Urwa: "Wer ist denn dieser Unverschämte? Wer ist denn das?" Und dann meinte er: "Ich bin's, dein Neffe." Er meinte: "Oh mein Gott," hat er sich über ihn aufgeregt. Und auf jeden Fall hat dann Urwa versucht, in irgendeiner Weise den Propheten sallallahu alaihi wasallam, ja, davon abzuhalten. Aber es ist ihm auch nicht gelungen. Aber jetzt guckt mal, was Urwa zu den Quraysh sagte. Als er zurückkehrte zu ihnen, wie er die Liebe der Sahabe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam beschrieb. Er sagte: "Ey Qaum, oh mein Volk. Wallahi laqad wafattu ala al-muluk." Bei Allah, ich war schon Abgesandter, ja, in Delegationen bei Königen. "Wafattu ala Qaisar." Ich war bei dem Kaiser gewesen, der Byzantiner. "Wa Kisra." Bei dem Khosro, der Imperator oder dem Herrscher von des Sassanidischen Reiches. "Al-Najashi." Beim Negus in Äthiopien. "Wallahi in ra'aytu malikan qat yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammada." Allahu Akbar. Bei Allah, ich habe noch nie einen König oder einen Herrscher gesehen, der so verehrt wird von seinen Gefährten wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam von seinen Gefährten verehrt wird. Und dann hat er das beschrieben. Und er sagte: "Jedes Mal, wenn er Wudu gemacht hat," er hat es ja gesehen, ich meine, er war ja da gewesen, "jedes Mal, wenn er Wudu gemacht hat, da haben sie sich beinahe geschlagen, um irgendwie an das Wasser zu kommen, was von seinem Körper herunterfloss. Sie haben sich nicht getraut, ihn direkt ins Gesicht anzuschauen. Wenn er von ihnen etwas verlangt hat, dann haben sie sich darum gestritten, wer es umsetzen darf. Nicht, ich bin der Letzte, sondern sie haben sich darum gestritten, wer das umsetzen darf. So stark
ausgeprägt war die Liebe der Sahaba zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass so ein erfahrener Mann wie Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi davon beeindruckt gewesen war. Urwa konnte auch nichts erreichen. Und die Quraysh, sie schickten einen Mann mit dem Namen Al-Hulays ibn Al-Qama. Als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Al-Hulays von Weitem sah, sagte er, إِنَّ هَذَا مِنْ قَوْمٍ يَتَأَلَّهُونَ فَبَعَثُوا الْهَدْيَ فِي وَجْهِهِ حَتَّى يَرَى. Das ist jemand, der kommt, da ist jemand, dieser Al-Hulays kommt von einem Stamm, ja, das war der Stamm der Banu Kinana gewesen, der Banu Kinana, das sind die Verbündeten der Quraysh gewesen, die kommen von einem Stamm, يَتَأَلَّهُونَ, was ist damit gemeint mit diesen يَتَأَلَّهُونَ? Das heißt, die nehmen die Riten und die Rituale, gerade auch die Riten und die Rituale, die religiösen Riten und Rituale, nehmen sie sehr, sehr ernst. So schickt in seine Richtung den Hedi, das heißt die Opfertiere, die erkennbar sind als Opfertiere, damit er sie sieht. Weil wenn er sie sieht, wird er direkt zurückkehren. Und wird mit den Quraysh sprechen und ihnen sagen, ihr dürft diesen Mann nicht abhalten. Warum? Weil jemand, der nach Mekka kommt, um die Umrah zu vollziehen, den darf man nicht abhalten. Der nimmt diese Rituale und diese Bräuche sehr, sehr ernst. Und genau das geschah, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Als er das gesagt hat, sagte er nur, also das ist meine Worte, la hawla wa la quwwata illa billah, der hat es nicht gesagt, aber mein Gott, die sind gekommen, um die Umrah zu vollziehen und die Quraysh versuchen sie abzuhalten. Das geht überhaupt nicht. Das steht gegen jeden Brauch, den wir als Araber kennen. Das, was die Quraysh machen, ist ein großer Fehler. Was lernen wir daraus? Etwas sehr, sehr Wichtiges. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, subhanallah, er kannte die Menschen. Er wusste ganz genau, wie die Menschen denken. Menschenkenntnis, Stammeskenntnis. Und hier wird nochmal deutlich, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran über die Propheten gesagt hat. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Wir haben keinen Gesandten gesandt, außer dass er die Zunge, die Sprache des Volkes kannte, ja, oder die Sprache des Volkes hatte, ja, damit er ihnen es erklären kann. Die Propheten haben ihre Völker, zu denen sie gesandt wurden, verstanden. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir als Muslime, die hier leben, in dieser Gesellschaft, wenn wir Da'wah machen wollen, wir müssen die Gesellschaft verstehen. Wir müssen verstehen, wie so eine Gesellschaft funktioniert. Wir müssen verstehen, wie die Menschen denken, warum sie so denken, wie sie denken. Weil wenn wir das nicht verstehen, dann werden wir die Menschen, die große Masse der Menschen niemals erreichen können. Wir werden die große Masse der Menschen niemals erreichen können. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er kannte die Stämme sehr, sehr genau. Er hatte, wie gesagt, diese Kenntnis gehabt. Und deswegen hat er ganz klar gesagt, handelt so, weil der wird so reagieren und es sollte so geschehen. Und jetzt schickten die Quraysh noch einen anderen Mann, der hieß Mikras ibn Hafs. Und der Prophet, was er ihnen sah, sagte er nur, ja, هذا Mikras wa huwa rajul fajir. Das ist ein freveler Mann, ja? Das ist ein Fajr, ja? Bei dem wird nichts Gutes bei rauskommen. Der hat dann mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam geredet und während er mit ihm redete, ja, kam ein Mann. Dieser Mann, er sollte alles verändern. Er hieß Suhail ibn Amr. Und als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihn sah, sagte er was? قَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ. Eure Angelegenheit ist leicht geworden. Wie hieß der Mann? Suhail. Was heißt Suhail? Diejenigen, die nicht Arabisch können? Was heißt Suhail? Von welchem Wort kommt denn Suhail? Von Sahel. Was heißt Sahel? Leicht. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er ist immer ein Optimist gewesen. Und er hat uns Optimismus gelehrt. Gerade in solchen Situationen. Es kommt Suhail, ist die Verniedlichungsform von Sahel, also das, was leicht wird. Ja? Und er sagte, قَدْ سَهُلَ لَكُمْ أَمْرُكُمْ. Eure Angelegenheit ist leicht geworden für euch. Optimismus. Optimismus ist eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft. Und deswegen, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, was hat er abgelehnt? Er hat At-Tiyara abgelehnt. Was ist At-Tiyara? Was bedeutet At-Tiyara? Ja? Schlechtes Ohm, Vogelschau. Ja? Aber was hat ihm gefallen? وَلَكِنْ كَانَ يُعْجِبُهُ الْفَأَلِ. الْفَأَلِ ist Optimismus. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er liebte Optimismus.
Und deswegen ist es wichtig, dass wir als Muslime immer versuchen, auch Optimismus zu verbreiten. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat es auf den Punkt gebracht, indem er nämlich sagte, Bashiru wa la tunaffiru. Verkündet frohe Botschaft und vergrault die Menschen nicht. Bashiru. Immer dieser Tabschir. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Versuche als Muslim Optimismus zu verbreiten. Gerade in unserer heutigen Zeit, wo viele, hört man immer wieder, auch wenn Menschen im Allgemeinen, nicht nur Muslime, Menschen im Allgemeinen auch, die Zeiten sind schlecht und es wird immer alles schlechter. Ich als Muslim habe die Aufgabe, was zu tun? Optimismus zu verbreiten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den Menschen Hoffnung zu geben. Das ist meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es nicht, ja, Angst zu verbreiten, sondern den Menschen Hoffnung zu machen. Das heißt nicht, dass ich irgendwie blauäugig bin und glaube, dass alles gut ist. Nein, aber trotzdem auch in der schwierigsten Situation kann man den Menschen Hoffnung machen. Der eine, ja, wenn ich eine, der sieht nur das Schlechte und der andere, der sieht das Gute, auch wenn es winzig klein ist. Das ist immer eine Frage der Betrachtungsweise. Wie sehe ich die Sache? Wie schaue ich auf diese Sache? Wie schaue ich auf diese Sache? Ich weiß nicht, ob das eine von den Israeliat ist, das ist mir jetzt gerade so eingefallen, aber es wird überliefert von Isa alaihi salam, von Jesus, dass er einmal mit seinen Jüngern gelaufen ist und dann kamen sie an einem Schaf oder Hund, ich weiß nicht, vorbei, der schon, sage ich mal, gestorben ist und schon teilweise leicht verwest ist. Und dann fragte er seine Jünger, was sagt ihr dazu? Und sagten, ja, ein verwester Hund, kein schöner Anblick. Und er sagt, schaut mal auf die schönen Zähne. Schaut mal auf die schönen Zähne. Das heißt, obwohl es eigentlich ein hässlicher Anblick ist, hat er seinen Jüngern was beigebracht? Das Positive zu sehen. Das Gute in der Sache zu sehen. Und genau das hat unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns immer wieder beigebracht. Und es sollte wirklich so kommen, wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Die Angelegenheit sollte für sie erleichtert werden. Wie, werden wir gleich sehen. Vorher gab es jedoch eine andere Sache. Nämlich während die Quraysh immer wieder einen Boten nach dem anderen zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam entsandten, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ebenfalls jemanden entsandt. Nämlich wen? Uthman ibn Affan. Eigentlich wollte der Prophet aus dem Omar schicken. Aber Omar sagte, ich habe keine Unterstützung in Mekka, schick jemanden anderen, Uthman, ja, der hat eine große Familie in Mekka, die ihn schützen kann. Und so sollte es sein. Er kam an und bekam gleich Schutz. Und sie haben ihm sogar angeboten, Tawaf um die Kaaba zu machen, aber er lehnte ab und hat versucht dann Dawa zu machen, hat auch dann verhandelt und es hat etwas länger gedauert. Und es hat sich das Gerücht verbreitet, Uthman radiallahu anhu wurde von den Quraysh in Mekka getötet. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam war außer sich vor Wut. Und er versammelte sich mit den Sahaba unter einem Baum. Und er schwor, das Blut von Uthman zu rächen, weil er sagte, das ist eine Unerhörtheit. Einen Boten tötet man nicht, egal was ist. Einen Boten tötet man nicht, egal was ist. Und subhanallah, 1400 Männer waren an der Seite des Propheten gewesen, sallallahu alaihi wa sallam, im Ihram-Zustand. Und jeder von ihnen, mit Ausnahme von einer einzigen Person, das war, wie viele sagen, ein Heuchler gewesen, jeder von ihnen ging zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam und schwor dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam unter diesem Baum den Treueeid. Bay'atul Ridwan, Allah, Bay'atul Shajara, Bay'atul Ridwan, die Huldigung der Ridwan, wie soll ich das übersetzen, ja, Zufriedenheit, also mit denen Allah Ta'ala zufrieden ist. Bay'atul Shajara, weil sie es unter einem Baum getan haben. 1400 Männer kommen zum Propheten, jeder von ihnen gibt es in die Hand. Wer ist aber nicht anwesend? Uthman. Also was tut unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Er nimmt seine rechte Hand und legt sie in seine linke Hand für Uthman radiallahu anhu arda. So dass auch Uthman radiallahu anhu, ja, den Treueeid geschworen hat für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, obwohl er überhaupt nicht anwesend gewesen ist. Was für eine Ehre für Uthman radiallahu anhu. Und subhanallah, dann sollte sich aufklären, dass Uthman ibn Affan nicht gestorben ist. Aber Allah Ta'ala hat dieses Ereignis festgehalten im Koran. In zwei Versen. Gleich in zwei Versen
wird dieses Ereignis festgehalten. Und zwar einmal sagt Allah Ta'ala in Surat Al-Fath: Innal ladhina yubay'unaka innama yubay'una Allah. Diejenigen, die dir den Treueeid geschworen haben, haben in Wirklichkeit Allah den Treueeid geschworen. Allahu Akbar. Sie haben dem Propheten sallallahu alaihi wasallam die Hand gegeben und ihm eigentlich geschworen, aber in Wirklichkeit haben sie sie zu Allah getan. Und deswegen, immer wenn du etwas Gutes tust, sei dir sicher, du tust es am Ende für Allah. Schaut mal, in Bezug auf Al-Udhiyah, das Schlachten eines Opfertieres. Was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam? Er sagt, diejenigen, es gibt keine Tat, die besser ist am Opfertag, als ein Opfertier zu schlachten. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass das Blut, ich fasse den Hadith ein bisschen zusammen, das Blut fließt auf einen Ort bei Allah, bevor es auf den Boden fließt. Allah sagt, لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Allah wird weder das Blut noch das Fleisch erregen, sondern die Taqwa. Das heißt direkt, ja, du tust es für Allah und deswegen ist es so, als hättest du etwas für Allah getan. Aisha radiallahu anha, wenn sie eine Spende gegeben hat, sie das Geld parfümiert. Und als sie gefragt wurde, warum sie das tut, sagte sie, weil diese Spende in die Hand Allahs im übertragenen Sinne fällt, bevor sie in die Hand des Bedürftigen fällt. Und genauso auch hier. Yadullahi fawqa aydihim. Die Hand Allahs ist über ihren Händen. Und dann, ja, an anderer Stelle, in Surat Al-Fath ebenfalls, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Vers Nummer 18, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Allah ist zufrieden mit den Mu'minin, als sie dich unter dem Baum dir den Treueeid geschworen haben. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Und er wusste, was in ihren Herzen ist. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ. Und er hat die Sakine, diese innere Ruhe, auf sie herabgesandt. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. Und er hat ihnen das vergolten mit was? Mit einem nahen Sieg. Allahu Akbar. Auf dem wir gleich noch, insha'Allah ta'ala, zu sprechen kommen werden. Was für ein Ereignis. Und deswegen, dieses Ereignis unglaublich wichtig. Ein unglaublich wichtiges Ereignis, auch in Bezug auf unser Verständnis, welche Stellung die Sahaba haben. Das waren 1400 Sahabis anwesend gewesen. Und Allah Ta'ala, er sagt ausdrücklich, dass er mit ihnen zufrieden ist. Kann Allah Ta'ala mit jemandem zufrieden sein, der eigentlich ein Heuchler ist? Nein, geht nicht. Und deswegen, der einzige Mann, der nicht anwesend, der hat nicht den Treueeid geschworen. Aber wer war anwesend gewesen? Abu Bakr war anwesend gewesen, Omar war anwesend gewesen, der Prophet hat seine Hand genommen für die Hand von Uthman radiallahu anhu. Das heißt, ein klarer Beleg, dass Allah Ta'ala zufrieden ist mit diesen Menschen, trotz ihrer Fehler, weil es sind Menschen, ja? Wer hat keine Fehler, außer der Propheten? Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er ist mit ihnen zufrieden. Und jetzt, subhanallah, ja, sollte die Angelegenheit durch Suhail ibn Amr erleichtert werden. Nämlich, sie haben sich geeinigt. Sie haben sich geeinigt. Als der Prophet Suhail sah, hat er noch etwas anderes hinzugefügt. لَقَدْ أَرَادَ الْقَوْمَ الصُّلْحَ حِينَ بَعَثُ هَذَا الرَّجُلِ. Die Quraysh, sie wollen einen Waffenstillstand. Sie wollen irgendwie eine Einigung, ein Abkommen. Deswegen haben sie diesen Mann geschickt. Weil er sehr, sehr gut verhandeln kann. Und es sollte jetzt zu was kommen? Es sollte jetzt zur Verhandlung kommen. Wir wollen uns jetzt anschauen, worauf sie sich geeinigt haben. Und zwar haben sie angefangen, jetzt zu schreiben. Und das allererste, was sie schreiben wollten, und Ali ibn Abi Talib ist der Schreiber gewesen, war Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Allerbarmens, des Barmherzigen. Was sagte Suhail ibn Amr? Er sagte, Ar-Rahman kennen wir nicht. Diesen Namen kennen wir nicht. Das ist ein neuer Name. Das ist für uns unbekannt. Schreib Bismik Allahumma. Der Prophet sagte, schreib Bismik Allahumma. Wie gesagt, der Prophet hat das wahrgemacht, was er am Anfang gesagt hatte. Ich werde jedes Abkommen annehmen. Egal was ist. Jedes Angebot, egal was ist. Hauptsache die Kaaba wird geehrt. Und es wird kein Blut vergossen. Dann. هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. Sallallahu alaihi wa sallam. Das ist das, was Muhammad, der Gesandte Allahs, jetzt vertraglich festhält mit Suhail ibn Amr. Woraufhin dann Suhail sagte, löschen Sie das Rasulullah.
Hätten wir gewusst, dass du, würden wir akzeptieren, dass du Rasulullah bist, dann hätten wir dich überhaupt nicht abgehalten und wir hätten dich gar nicht bekämpft. Ali sagt, niemals werde ich es löschen. Der Prophet sagt, lösch es. Niemals werde ich es löschen. Diese Risse kommt, dieser Stolz. Ja? Woraufhin dann der Prophet sallallahu alaihi wa sallam es selbst gelöscht hat. Was ist jetzt ganz konkret das, worauf man sich geeinigt hat? Dass der Krieg 10 Jahre lang beendet wird, Waffenstillstand 10 Jahre lang, sodass die Menschen in Sicherheit leben und sich nicht bekämpfen. Dass derjenige, der von den Gefährten Mohammeds als Hajj, also zur Hajj oder zur Umrah kommen möchte, oder zum Handel, يَبْتَغِي مِنْ فَضْلِ اللَّهِ um nach der Gunst Allahs zu streben, فَهُوَ آمِنْ عَلَى دَمِهِ وَمَالِهِ. Der ist sicher in Bezug auf sein Blut und in Bezug auf sein Vermögen. Und umgekehrt genauso, wer von dem Quraysh nach Ägypten möchte oder nach Ascham möchte, um dort Handel zu betreiben, der ist ebenfalls sicher in Bezug auf sein Vermögen und in Bezug auf sein Leben, wenn er dabei über Medina gehen muss. Und jetzt kommt etwas, ja, was ungerecht ist, aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat es akzeptiert. على أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم. Derjenige, der von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ja, der zu Muhammad geht, ja, von den Quraysh, also der Muslim geworden ist, ohne die Erlaubnis von seiner Familie, so muss ihm Muhammad zurückweisen. Aber umgekehrt, ومن جاء قريش ممن مع محمد لم يرده عليه. Aber umgekehrt nicht, wenn jemand, was nicht passiert ist, aber wenn jemand von den Muslimen, vom Islam abfallen sollte und dann versucht, zu den Quraysh zurückzukehren, dann müssen die Quraysh ihn nicht zurückweisen. Die Sahaba waren sauer gewesen. Kannst du sowas akzeptieren? Der Prophet sagte, Ana Rasulullah, wa lan a'siha. Ich bin der Gesandte Allahs. Das ist das, was Allah Ta'ala mir eingegeben hat. Das muss ich so machen. Und dann, dass es sozusagen kein Kampf geben wird. Und dann, ganz, ganz wichtig, weil das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der dann zur Eroberung von Mekka geführt hat. وَأَنَّهُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَقْدِ مُحَمَّدٍ وَعَقْدِهِ دَقَلَهُ. Wer einen Vertrag mit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abschließen möchte, ja, und sich ihm anschließen möchte, ja, der kann einen Vertrag abschließen mit den, von den anderen Stämmen. وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَقْدِ قُرَيْشٍ وَعَقْدِهِمْ دَقَلَ فِيهِ. Und wer einen Vertrag mit den Quraysh abschließen möchte und sich mit ihnen verbünden möchte, der kann das tun. Wer hat sich mit den Propheten sallallahu alaihi wa sallam verbündet? Die Khuza'a, von denen wir vorhin gesprochen hatten, die dem Propheten sehr nahe standen. Und wer hat sich mit den Quraysh verbündet? Die Banu Bakr, merkt euch das. Weil das ist der Auslöser für dann die Auflösung dieses Abkommens und für die darauffolgende Einnahme von Mekka. Merkt euch diese beiden Stämme. Khuza'a und die Banu Bakr. Das sind sozusagen die beiden Stämme. Der eine, die Khuza'a, haben sich dem Propheten angeschlossen und die Banu Bakr haben sich den Quraysh abgeschlossen. Und dann, das ist das Härteste überhaupt gewesen für die Muslime, und zwar وَأَنْتَ تَرْجِعُ عَنَّ عَامَكَ هَذَا. Und du musst dieses Jahr zurückkehren. Oh, die sind schon vor Mekka. Guck mal, wie viele Tage, 7 Tage, eine Woche sind die durchgereist oder länger. Und jetzt stehen sie kurz vor dem Ziel. 6 Jahre lang haben sie ihre Heimat nicht gesehen. Aber sie dürfen nicht die Umrah vollziehen. Ich meine, es gibt manche Leute, subhanallah, die können dann, obwohl sie schon kurz vor der Hajj sind, werden aufgehalten. Können nicht. Und das ist auch noch ihre Heimat. Und dass du im nächsten Jahr dann mit deinen Gefährten die Umrah vollziehen kannst. Und dass du 3 Tage lang bleiben darfst. Du hast bei dir das die Waffen, die man sozusagen als Reiter mit sich trägt. Ja? Die Schwerter sind in ihren Scheiden und sie dürfen sozusagen nicht hinaus und ihr dürft nicht keine anderen Waffen mitbringen. Ja? Das sind die wichtigsten, Punkte dieses Abkommens gewesen. Und dann gab es noch Zeugen, ja, welche dann dieses Abkommen bezeugt haben. Abu Bakr as-Siddiq, Umar ibn Khattab, Abdurrahman ibn Auf, Abdullah ibn Suhail ibn Amr, Sa'd ibn Abi Waqqas, Muhammad ibn Maslama, Ali ibn Abi Talib. Ja? Und von den Mushrikin, Miklas ibn Hafs und Suhail ibn Amr, diese beiden. Die haben das sozusagen bezeugt. Und somit war das Abkommen geschlossen. Was passiert jetzt? In dem Moment, kurz bevor das Abkommen geschlossen wird, bevor es überhaupt unterschrieben wird,
kommt ein Mann mit dem Namen Abu Jandal, der Sohn von Suhail ibn Amr. Er kommt. Hier bin ich, o Gesandter Allahs. Ich bin Muslim. Nehmt mich mit. Meinte der Prophet, können wir nicht bei ihm eine Ausnahme machen? Suhail meinte, nein, das ist der Erste, für den dieses Abkommen geht. Aber wir haben noch gar nicht unterschrieben. Er meinte, nein. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat ihn abgelehnt. Er meinte, isbir, sei geduldig, Allah wird dir einen Ausweg geben. Was lernen wir daraus? Wenn ich ein Abkommen schließe, dann ist es meine Aufgabe als Muslim, mich daran zu halten. Und nur weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sich wirklich haargenau an dieses Abkommen gehalten hat, kam es dann zu der Eroberung von Mekka. Hätte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sich nicht daran gehalten, wäre es gar nicht dazu gekommen. Und daran sehen wir, wie wichtig das ist. Ja, ayyuhalladhina amanu, aufu bil uqud, o die ihr glaubt, haltet eure Verträge, haltet euch an eure Verträge. Viele Muslime heutzutage nehmen es auf die leichte Schulter. Ach, Quatsch, mache ich nicht und wozu? Ja? Zu meinem Nachteil. Wenn du einen Vertrag eingehst, dann musst du dich an diesen Vertrag halten. Wenn du einen Vertrag eingehst, dann musst du dich daran halten. Du kannst nicht dir seine eigenen Regeln machen. Es gibt viele, die heutzutage ihre eigenen Regeln machen. Sagen, ach, mache ich einfach nicht. Ist mir egal. Was heißt, es ist dir egal? Das ist die Religion Allahs. Das hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns vorgelesen. Und seid mir sicher, am Ende bist du der Gewinner. Am Ende bist du immer der Gewinner. So wie es in diesem Fall gewesen ist. Und wie gesagt, nachdem das geschehen ist, hat sich Umar ibn Khattab aufgeregt. Er ging zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Er fragte den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Ja, jetzt hört man ganz genau zu, wie es in den beiden, beim Bukhari und Muslim heißt. Umar ibn Khattab berichtet selbst, فَأَتَيْتُ نَبِيَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ. Ich ging zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Ja, und dann, قُلْتُ أَلَسْتَ نَبِيَ اللَّهِ حَقَّ. Bist du nicht wirklich der Gesandte Allahs? Guck mal, sagt Umar. Er sagte, ja. Der Prophet sagte, أَلَسْتَ عَلَى حَقٍ وَعَدُوُنَا عَلَى بَاطِ. Bist du nicht sozusagen, also befolgst du nicht die Wahrheit und unser Feind sozusagen die Nichtigkeit? Und der Prophet sagte, ja, Bella. أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ. Sind nicht unsere Toten im Paradies und ihre Toten im Höllenfeuer? Er sagte, Bella, ja. Und woraufhin dann Omar sagte, فَلِمَاذَا نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذَنْ. Warum sollen wir uns da einfach so erniedrigen lassen in Bezug auf unsere Religion und Gesandte Allahs? Das sagt wer? Umar zum Propheten, sallallahu alaihi, nicht zu Abu Bakr, nicht. Das sagt er zum Propheten, stellt euch mal vor. Und dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, inni Rasulullah, ich bin der Gesandte Allahs, wa lastu asi, wa huwa nasiri. Ich bin der Gesandte Allahs und ich bin niemals ungehorsam gegenüber Allah und er wird mich unterstützen. Und dann sagte Umar, guck mal, wie weit Umar ging. Das zeigt, in was für einer Situation die Sahabe befunden haben. Stress, kurz vor Mekka, ja, dieses Abkommen, was aus ihrer Sicht nicht gerecht ist. Alle Faktoren kommen zusammen. Und dann sagt er, أَوَلَسْتَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّ سَنَأْتِ الْبَيْتِ فَنَطُوفُ بِهِ. Hast du uns nicht erzählt, dass wir zu diesem Haus pilgern werden und dass wir Tawaf machen werden? Er gibt nicht nach, er hört nicht auf. Dann sagt der Prophet, Bella, ja, habe ich erzählt. أَفَأَخْبَرْتُكَ أَنَّكْ تَأْتِيهِ أَعْمَكَ هَذَا. Aber habe ich dir gesagt, dass du in diesem Jahr hierher kommen wirst? Dann meinte er auch allein. Woraufhin er sagte, فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَوِّفٌ بِهِ. Aber sei dir sicher, du wirst hierher kommen und du wirst Tawaf machen. Omar hatte keine Geduld. Ging und ging zu Abu Bakr. Stellte ihm dieselben Fragen. Und Abu Bakr antwortete genauso wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Das ist der Unterschied zwischen Abu Bakr und Omar. Deswegen ist er Siddiq wa hadhihi al-Umma gewesen. Genau dieselben Antworten gab er. Und dann kam Surat al-Fath auf den Propheten herab. Und Umar ibn Khattab, er hörte dann von dieser Sura. Woraufhin er dann sagte, ja Rasulallah, awa fathun hu, o Gesandte, alles handelt sich um eine Eroberung. Und er sagte, ja, fatabat nafsu, und dann wurde er ruhig. Aber Umar sollte das bereuen, sein Leben lang. Er sagt über sich selbst, ich habe noch bis zum Ende meines Lebens immer wieder gute Taten gemacht, damit ich diese Fragen, die ich dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gestellt habe, wieder gut machen kann. Er hat es bereut. Wie konnte er den Propheten in Frage stellen? Wie konnte er so unverschämt sein? Ja, und dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam diese Frage stellen. Und ihn in Frage stellen. Und das, was er gesagt und getan hat, in Frage stellen. Subhanallah. Und auf jeden Fall
kommt jetzt ein ganz schwieriger Moment im Leben unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, der ihn in diesem Moment sehr traurig gemacht hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wandte sich jetzt den Sahaba zu und sagte zu ihnen: Steht auf, schlachtet eure Opfertiere und rasiert euch eure Haare ab. Was passiert jetzt? Etwas, was der Prophet so noch nie erlebt hat. Sallallahu alaihi wasallam. Keiner steht auf. Nur damit uns nochmal bewusst wird, das sind nicht irgendwelche Leute, das sind die Sahabe, das ist Abu Bakr, Ali, ja, Umar ibn Khattab, die alles getan hätten für den Propheten, alles, ihr Leben geopfert hätten. Keiner steht auf. Das zeigt uns nochmal, in was für einem Zustand, in was für einer Situation sich diese Menschen befunden haben. Und ich glaube, jeder, der schon mal so eine Situation erlebt hat, eine ähnliche Situation, ja, wo du kurz vor deinem Ziel bist, kurz davor, und dann abgehalten wirst, ja, dann machen die Leute manchmal Dinge, die sie im Nachhinein bereuen. Und keiner hat es getan. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war traurig gewesen. Er wusste nicht weiter. Und seine Frau Umm Salama war bei ihm gewesen. Der Prophet nahm immer eine seiner Frauen mit. Und Umm Salama war bei ihm gewesen. Er ging ins Zelt. Und er erzählte ihr von dem, was geschehen war. Woraufhin Umm Salama ihm sagte: O Gesandter Allahs, mach dir keine Sorgen. Es ist einfach nur, dass sie kurz vor ihrem Ziel war und abgehalten wurde. Geh einfach hinaus. Schlachte ein Opfertier. Ruf den Berber, dass er deine Haare abrasiert und du wirst sehen, wir werden es dir nachmachen. Und genau das geschah. Subhanallah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam opferte sein Tier, rief den Berber, er rasierte ihm die Haare ab. Und dann sind alle aufgestanden, haben sie ihm klar gemacht. Aber wie haben sie es getan? Sie haben die Klinge in der Hand gehabt und sie hätten sich beinahe aus Gram und aus Trauer die Kehlen durchgeschnitten. So wird das berichtet, weil sie so traurig gewesen sind. Allah Ta'ala, er prüft die Menschen. Allah Ta'ala, er prüft die Gläubigen. Aber subhanallah, in dieser Prüfung sollte viel Gutes liegen. Sehr, sehr viel Gutes. Und nur wenige Zeit später sollte diese Prüfung zu einem Sieg führen, wie wir noch sehen werden, insha'Allah Ta'ala. Kommen wir jetzt noch abschließend, bi'ithnillahi azza wa jal, zu einem letzten Punkt. Und zwar, was ist eigentlich aus den Leuten geworden, die nicht nach Medina durften? Die Muslime, die abgehalten wurden. Was ist mit dem Abu Jandal geworden? Ja. Die haben Mekka heimlich verlassen und haben irgendwo auf... Ja, richtig, sehr gut. Mashallah. Und zwar gab es einen Mann, der hieß Abu Basir. Abu Basir. Dieser Abu Basir, der wollte auch nach Medina, wurde dann aber vom Propheten sallallahu alaihi wasallam schon angekommen war, den Quraysh übergeben. So sehr hat sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Verträge gehalten. Und was hat er gemacht? Er hat sich befreit, hat einen von ihnen getötet, sich befreit, ja, und ist dann geflohen. Und hat dann all die Leute, ja, er war dann irgendwo am Meer gewesen, ja, an der Küste gewesen, all die Leute zwischen Mekka und Medina, all die Leute, die geflohen sind von den Quraysh unter den Muslimen, hat er bei sich aufgenommen und sie haben so eine Art sozusagen Bande dann gegründet und haben immer wieder die Karawanen der Quraysh überfallen. So dass die Quraysh am Ende dann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam ihn angefleht haben: Bitte, bitte nimm diese Männer auf. Wir wollen einfach diesen Paragraphen aus unserem Abkommen löschen. Nehmen sie bei sich auf, bei dir auf, woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam das akzeptiert hat und dann diese Männer bei sich aufgenommen hat. Ja, das ist dieser Abu Basir gewesen, der dann das getan hat und subhanallah, am Ende hat Allah subhanahu wa ta'ala es leicht gemacht. Es gab aber auch einige Frauen, die Mekka verlassen hatten und geflohen sind. Und sie kamen in Medina an. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam überlegte, wie soll er damit umgehen? Woraufhin Allah subhanahu wa ta'ala eine Sura herabgesandt hat, oder Ayat aus einer Sura. Nämlich welche Sura? Al-Mumtahana. Sehr gut, mashallah. Ja, Sura Al-Mumtahana. Wo Allah subhanahu wa ta'ala, was heißt Al-Mumtahana? Was bedeutet denn das Wort Al-Mumtahana? Die Geprüfte. Die geprüfte Frau. Ja, die geprüfte Frau von Imtihan. Ja, weil nämlich, ja, Allah subhanahu wa ta'ala verlangt hat, dass sie geprüft werden sollen, ob sie wirklich gläubig sind oder nicht eine Spionin sind oder ähnliches. Und dass, wenn sie gläubig sind, sie nicht zurückgeschickt werden dürfen. Hat der Prophet jetzt das Abkommen hintergangen oder sich nicht daran gehalten? Nein, weil in dem Abkommen ging es nur um Männer und nicht um Frauen. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ja, er hat sie nicht zurückgeschickt und die Quraysh haben das auch nicht als Vertragsbruch angesehen. Das
ist das Abkommen von Al-Hudaybiyah gewesen, aus dem man noch sehr, sehr viele andere Lehren ziehen kann. Aber aus zeitlichen Gründen, insha'Allah ta'ala, wollen wir es dabei belassen. Ja? Ein gewaltiges Abkommen, was dann der Auslöser dafür sein sollte, dass die Muslime Mekka friedlich einnehmen konnten. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat in Bezug auf dieses Abkommen eine Surah herabgesandt, die wir jetzt schon öfters zitiert haben in unserem heutigen Vortrag, nämlich Surat al-Fath. Und wie beginnt Surat al-Fath? Mit welchen Versen? Inna fatahna laka fatham mubina. Wir haben hier wahrlich einen deutlichen, einen offenkundigen Sieg beschert. Subhanallah. Dieses Abkommen wurde als Sieg bezeichnet, als Fath, als Eroberung. Und das zeigt, ja, dass auf der einen Seite Frieden grundsätzlich, wenn Blutvergießen vermieden wird, eine Form von Sieg ist. Das an sich ist schon ein Sieg. Das an sich ist schon etwas Gewaltiges. Dass man es vermeiden konnte, Blut zu vergießen. Und dass das dann am Ende zu etwas noch Besserem geführt hat, dass nämlich Mekka ebenfalls ohne Blut zu vergießen dann friedlich eingenommen wurde von den Muslimen. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ein wirklich sehr, sehr gewaltiges, ein sehr, sehr gewaltiges Ereignis. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala am Ende von Surat al-Fath, ja, spricht noch einmal über diese Ru'ya, ja? Indem er nämlich sagt, لَقَدَ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ. Allah, ja, er hat die Ru'ya, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesehen hat, sozusagen zur Wahrheit gemacht. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. Ihr werdet inshallah al-Masjid al-Haram sicher betreten, ja? محلقين رؤوسكم, eure Köpfe sozusagen oder eure Haare abrasiert, ja, ومقصرين oder eure Haare gekürzt, لا تخافون, ihr braucht keine, ohne Angst zu haben. فعلم ما لم تعلموا, er wusste etwas, was ihr nicht wusstet. فجعل من دون ذلك فتحا قريبا, und er hat daraus dann sozusagen einen baldigen Sieg dann kommen lassen, ja. Ja, salam, was für ein Ereignis, ja. Sulh al-Hudaybiyah. Das ist unser heutiger Vortrag gewesen. Nächste Woche, insha'Allah ta'ala, werden wir uns dann mit der, was war das nächste Thema gewesen? Schlacht von Khaybar beschäftigen, insha'Allah. Mit der Schlacht von Khaybar beschäftigen, bi'iznillahi azza wa jalla.